Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Daily Shops. Ja Leute, der Daily Shop steht kurz vor der Tür, 3 Sekunden nur noch, let's go! Nice Leute, das ist der Shop von heute, holy shit, wir haben neue Skins am Start, wie es ausschaut. Einmal den Krypto-Skin, alles so ein bisschen Future-mäßig. Und wir haben eine neue Waffentarnung. Aber Leute, bevor ich zum Shop komme, möchte ich euch allen erstmal Danke sagen, dass das letzte Video so gut bei euch angekommen ist. Und ich habe mir ein kleines Gewinnspiel überlegt. Und zwar, Leute, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich jetzt abonnieren. Und zwar für jeden Abonnenten, der heute neu auf meinen Kanal kommt, verlose ich 10 V-Bucks. Das heißt, falls mich 1000 Leute heute abonnieren, gibt es einmal hier das 100-Euro-Paket, 10.000 V-Bucks. Und falls es 2000 sind, gibt es zweimal, falls es 3000 sind, dreimal und so weiter und so fort. Deswegen checkt alle den ersten Link in der Beschreibung ab, kommt rüber auf meinen Channel, lasst auf jeden Fall ein Abo da und dann wird in den nächsten Tagen im Shop das verlost. Also dann sage ich, Chris, so und so viele Leute haben mich abonniert und dann werden die V-Bucks an euch da draußen verlost. Also, falls ihr noch nicht abonniert habt, schaut gerne auf meinem Channel vorbei, ich würde mich sehr freuen und ich hoffe, es sind nicht 10.000 Leute, weil sonst wird's teuer. Leute, kommen wir zum Daily Shop. Und zwar haben wir einmal Krypto am Start. Ein neuer Skin für 1200 V-Bucks. Schaut relativ cool aus mit einem kleinen Backpack noch. Ich weiß noch nicht genau, ob ich ihn mir kaufen werde. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher. Deswegen erstmal nicht. Ich finde ihn auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben eine Tarnung haben wir am Stissel. Die Krypto-Tarnung. Die heißt Enigma. Enigma? Ich glaube schon. Die werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ich kaufe mir alle Tarnungen, weil ich finde Tarnungen ziemlich cool. Und die kann man immer schön zu Skins kombinieren und so weiter und so fort. Deswegen gönne ich mir immer gerne die Tarnungen. Und habe bis jetzt jede Tarnung, die es gibt. Dann haben wir nochmal 2 alte Skins. Und zwar haben wir hier einmal Oblivion. Und dann haben wir einmal Kriterion. 2 alte Skins. Ich muss sagen, es hätte eigentlich auch ein Skin sein können mit 2 verschiedenen Varianten oder beziehungsweise mit 2 verschiedenen Farben. Ob man da wirklich 4000 V-Bucks ausgeben muss für 2 Skins, die gleich ausschauen, nur eine andere Farbe hat. I don't know. Ist schon ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Und dazu haben wir noch den passenden Gleiter für 1200 V-Bucks. Ja, ist in Ordnung. Leute, ist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Kann man machen. Kommen wir zur rechten Seite vom Shop. Da gibt es heute nichts Neues, wie es aussieht. Und zwar haben wir einmal die Raufbolden. Ist, glaube ich, auch relativ häufig im Shop. 1200 V-Bucks. Kein Backpack dabei. Bin ich mir nicht so sicher, ob ich mir den hole. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Kommen wir zu einer Pickaxe, die ich persönlich nicht so cool finde. Die Filet oder die Filethacke. Ja, so ein Samurai-Schwert. Ich fände es cool, wenn man nur dieses Samurai-Schwert hätte. Zweimal. Das wäre richtig heftig, Leute. Aber ja, hier haben wir so eine kleine Pick am Stissel. Kommen wir zum ersten Emote heute. Und zwar voll ablachen. Das ist dieser hier. Oh, war kein Sound gerade. Ja, das ist so ein Esellachen einfach, Leute. Relativ lustige Emote, kann man seine Gegner gut trollen und kann man sich auf jeden Fall gut geben. Und dann kommen wir zum nächsten Skin, der heute am Stissel ist. Haben wir hier einmal Ben, Pfadfinder. Ben ist am Start. Guten Tag, Ben. Na, wie geht's dir? Alles gut. 1200 V-Bucks habe ich mir gekauft. Kann man sich schon gönnen, Leute. Aber ich spiele eh nur Renegade Raider und jetzt die neue Season halt ein bisschen. Kommen wir zum nächsten Emote von heute und zwar Mimenspiel. Das ist dieser hier. Hallo. Auf jeden Fall ein lustiger Emote. Gefällt mir gut. Ich glaube, ich hole mir den auch direkt, Leute. Was soll der Geiz? Man gönnt sich ja sonst nichts. Nice one. Und dann kommen wir zum letzten Item von heute und zwar Leuchtflug. Das ist dieses hier. Und ja, ich weiß nicht, warum ich den gekauft habe. Keine Ahnung, Leute. 500 V-Bucks, ich glaube, nie gespielt. Keine Ahnung.
Leute, schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, wie ihr den Shop findet, top oder flop. Und falls ihr noch nicht meinen Channel abonniert habt, kommt gerne rüber. Erster Link in der Beschreibung. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Fortnite-Videos feiert. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Vielleicht ist es ja ein Abo wert. Und ihr könnt halt noch ein paar V-Bucks gewinnen. Ich bin echt gespannt, ey. Hoffentlich macht ihr mich nicht arm. Naja, ich sag danke fürs Zuschauen. Das war's von heute. Hier ist nochmal der Shop. Und dann sage ich tschüss. Und morgen ist wieder Chris am Start. Bis dann. Tschüssi.